Welt 3-4, das feuchte Verlies. Ohohoho. Ja, was einem dazu nicht alles einfallen würde. Ah, feuchtes Verlies, ja. Der Affe rennt da allein herum. Es wäre doch bestimmt so schön kuschelig jetzt mit Didi. Vielleicht, eventuell. So, und jetzt mache ich dich kaputt und jetzt mache ich blub und jetzt. Jetzt gehen wir einfach weiter. Und hier sind böse Papageien des Todes und Schnappi Schnapp Shark. Hi, aha. Warum sind hier Schnappschnaps? Warum sind hier Schnappi Schnaps? Man weiß es nicht. Hm, sie sind einfach da. Sie freuen sich irgendwie ihres Lebens. Und ich habe jetzt Diddy Kong, ergo freue ich mich meines Lebens. Und jetzt gehen wir hier einfach mal ganz nach oben. Weil wenn wir hier ganz oben gucken, dann sehen wir, dass ich hier ein Fass gebraucht hätte. Sag mir das doch einer vorher. Mein Gott. So. Ja, nein. Nein. Schnasna. Das geht doch. So, alles klar. Hm. Gibt's hier nochmal irgendwo ein Fass? Oder hätte ich wirklich das Diddy-Fass nehmen müssen? Ich hätte das Diddy-Fass nehmen müssen, ne? Boah, ist das böse. Wer rechnet denn mit sowas, bitte schön? Also, das muss ja. Schnasna. So, alles klar. Moment. Hier geht's irgendwie runter. Natürlich. Ja, Puzzleteil. 1 von 9. Natürlich. 9 Puzzleteile hier allein in dieser Welt. Ja. Aha. Dieses Spiel ist zu groß. Es ist eindeutig zu groß für mich. Hier oben. Wow. Also, ich hätte ja annehmen müssen, dürfen, sollen, whatever. Ich wäre davon ausgegangen gewissermaßen, dass ich ja wenigstens irgendeine Plattform da noch treffe, aber dass ich gar keinen treffe, das finde ich ein ganz klein bisschen doof. Hupsa. Jetzt habe ich wenigstens Diddy-Fass, jetzt kann ich das mal ausprobieren. Ich habe nie irgendwie ein Fass gegen diese komischen Säcke geworfen, deswegen mal gucken, ob das überhaupt was bringt. Es bringt was. Und ob das was bringt. So, so bekommt man nämlich da die Puzzleteile ran mit diesen komischen Dingern. So, haben wir das auch mal gesehen. La 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 la. Ups. Dann weiß ich jetzt gewissermaßen auch Bescheid. Ich weiß da total Bescheid. So, dort unten war nur ein Puzzleteil. Hier kann ich, hier könnte ich pusten. Vielleicht wollen wir, aber auch einfach mal so machen. Und dann mal so machen. Und dann mal so machen. Und dann eigentlich pusten. Und dann so machen. Und dann wieder das Herz ansammeln. Und dann bin ich glücklich. Gut, weiter geht's dort oben zum Beispiel. Aber dort unten auch. So, was haben wir denn hier drin? Fragen wir mal so ganz unverblümt, frech und forsch einfach mal so nach. Ja, das war jetzt schon mal nicht so verkehrt. Gut, jetzt müssen wir nur wieder eine halbe Stunde warten. Schnarch. Wasserrede. Ja, so, dann gehen wir hier weiter. Plattform. Oh, den Hintergrund habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das hätte böse ins Auge gehen können. Ist aber nicht ins Auge gegangen. Haha. Hering zeigt es allen. Hering zeigt es all seinen Kritikern. Oh ja, Hering wird dieses Spiel zu 100% beenden. Huhuhuhu. Zu 200%, ja. 200%, ist das nicht generell. Das ist nicht irgendwie schwachsinnig? Also müsste man dann nicht sagen, irgendwie, der 100% Run ist eigentlich nur ein 50% Run? Weil im Endeffekt, ich kann irgendwie mit der Bezeichnung 200% nicht so viel anfangen. Aber ist okay. Huhuhu. Ich habe mein extra Leben bekommen. Das wollte ich an der Stelle einfach nur erreichen. Jetzt war ich nur mal. Habe ich irgendwas verpasst in der Zwischenzeit hier? Also, war hier irgendwas? Nö. Nur komische Papageien, die schlechte Laune haben? Aber ansonsten? Nö. Alte schwache Papageien. Nein, keine alte schwachen Papageien. So, Schweinchen schlau. Bonusraum. Der war ja mal kein bisschen versteckt. So. Oh. Ja. Genau, sowas in der Art hatte ich doch mal wieder, also sowas habe ich mir doch schon mal wieder, also das wollte ich doch, da wollte ich doch sagen, dass sowas doch mal wieder kommen müsste und so, weil solche Räume machen doch total viel Spaß. Upsa, genau, dann kann ich nämlich so machen, dann kann ich so machen, dann habe ich schon wieder Puzzleteil. Irgendwie 90 Parts, jetzt mal ehrlich, ich weiß nicht. Ich würde gerne mal wissen, ich habe ja bisher leider kein vollständiges Donkey Kong Country Returns Let's Play gesehen. Das heißt, ich weiß gar nicht, was geschätzte Kollegen vielleicht an der Stelle so an Zeit verbraucht haben, um ein Windrad, so an Zeit verbraucht haben, so um gewissermaßen, ja, das Spiel zu lösen. Also da gibt es ja bestimmt auch, ich glaube, das war jetzt doof, ne? Weil, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht war das auch goldrichtig. Ja. Also mich würde es irgendwie interessieren.
Ein Fass. Ein Fass. Ein Fass. Ein Fass. Mich würde es in der Tat brennend interessieren, was andere Leute so... Also wie lange die einfach gebraucht haben für das Spiel hier. Und was die dann auch gemacht haben. Also ob es viele gibt, die irgendwie einen 200% Run gemacht haben. Oder ob sich die meisten dann nicht vielleicht doch eher drauf beschränkt haben. Einen... Upsa. 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 Einen 100% Run zu machen. Oder. Also sowas in der Art würde mich schon interessieren. Könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Aber vielleicht mache ich mich da irgendwie diesbezüglich nochmal selber schlau. Einfach damit ich mal so einen gewissen... so gewisse Erfahrungswerte habe. Ist hier... Hier ist was. Okay. Ich hatte auf eine gewisse Art und Weise Angst, ob das eine perfide Falle ist, gewissermaßen. Also ob ich da jetzt jämmerlich verrecken würde, wenn ich da so reingehen würde. Aber im Endeffekt, das Spiel ist dann ja doch nicht so schrecklich gemein. Dup, dup, dup. Das Spiel ist in vielerlei Hinsicht gemein, aber so gemein dann vielleicht doch nicht. Boom. So. Ja. Mit Ruhe und Contenance gehen auch solche Spiele, lalala, locker flockig von der Hand und so weiter und so fort. Ganz klein bisschen affig. Ich habe 9 Puzzleteile. Okay, das macht mir ja auf eine gewisse Art und Weise Angst. Hering, was ist los mit dir? Bist du krank? Du spielst auf einmal so gut. Großer Sharky, schnapp, schnapp. Oh Gott. Okay, einfach weg. Einfach weg. Ich wollte ihn mir nicht weiter angucken. Nee, große Haie machen mir Angst. Die kleinen Knuffigen, die waren ja noch okay. Aber große Haie sind doof, ganz ehrlich. Eine Ananas. Ich habe eine Ananas bekommen. Ich habe, weil ich alle Puzzleteile so errungen habe, gewissermaßen. Essen Affen Ananas? Ananässe? Ananas. Die Ananas, die Ananüsse. Die... Was ist die Mehrzahl von Ananas? Weiß ich nicht, habe ich noch nie drüber nachgedacht, irgendwie. Komisch. Wackeltempel? Was, wie, wo? Wackeltempel? War das nicht? Moment, wie hieß der komische... War auch ein Tempel? Ach, Trümmertempel. Okay. Ja, genau. Wackeltempel, Tritra-Trullala-Tempel, bissige Bärchen. Bärchen. Bärchen mit Doppel-E. Interessant. Gut. Was für eine perfide Gemeinheit wird mich jetzt hier wohl erwarten? Ich weiß es nur nicht genau. Aber irgendwie... Ich bin mit meiner Performance momentan immer noch zufrieden übrigens. Ja, das kann ich ruhig das ein oder andere Mal jetzt noch so einstreuen. Ich weiß nicht genau, wie oft ich es schon erwähnt habe. In dieser noch nicht ganz Stunde, die ich mittlerweile zocke. Aber irgendwie... Das Spiel, das macht Spaß und das, was ich hier abliefere und zeige, das macht auch Spaß, ja. Also irgendwie, der Hering, das ist ja schon so einer, der kann es ja irgendwie doch manchmal, so ein bisschen. Und es ist wieder irgendwie, es ist genauso wie bei Mario. In den ersten Welten stelle ich mich so dusselig an und in den späteren Welten, dann geht das dann irgendwie flockiger von der Hand. Aber ich glaube, das liegt in erster Linie daran, dass man sich wirklich zu Beginn erstmal mit der Steuerung so ein bisschen auseinandersetzen muss, mit der Spielmechanik an sich, mit dem Bewegungsmuster von Donkey und Diddy Kong und dann bekommt das schon, also, ja, dann hat man es halt irgendwann raus oder halt nicht. Und Leute, die es dann halt raus haben, das sind halt so Leute wie ich, die das echt gut können. Was ist das? Was war das für ein Auge? Das macht mir auf eine gewisse Art und Weise Angst. Macht das irgendwann zu? Gehst du zu? Du gehst zu, oder? Gehst du zu? Gehst du nicht zu? Zu? Nein? Ja, vielleicht? Okay, dann halt nicht. Dup, dup, dup. Was ist das? Habe da? Hä? Hä? Da oben? Da guckt auch einer? Was ist das hier? Was ist das für eine seltsame... Oh, die Steinstatue im Hintergrund. Was ist das für eine seltsame, okkulte Tempelanlage? Dort unten in der Bodenplatte auch? Was ist das? Was? Habu! Ja, so. Gucken? Nee. Habudu? Habudu, habudu? Habudu? Habudu, habudu! Was, wie, wo? Der Bodenbu. Aha. Das sind die bissigen Bärchen, sehe ich das richtig, ja. Das sind bissige Bärchen. Was soll das sein? Das sind mutierte Bären, die halt, also Bären mit E. Und die leben halt hier und die erfreuen sich so irgendwie daran. Oh, cool. Die erfreuen sich irgendwie daran. Gab es hier dann links auch noch irgendwas? Nee. Die erfreuen sich daran, dass irgendjemand eine Tempelanlage nur für sie gebaut hat. Oder sie haben die Tempelanlage natürlich selber für sich gebaut. Moment, was soll man das denn sagen? Hä? Boing? Aha. Au, IA, UI, IA,
Lalala. Ach so, so funktioniert das. Okay. So, und dann katapultiert das Ding mich irgendwie nach oben und dann ist das schön. Und warum sind die Statuen im Hintergrund jetzt kaputt gegangen? Das verstehe ich nicht so ganz. Aber ist okay. Halt! Och, Mann, Affe. Du wirst dich ja wohl festhalten können, oder? So, du stehst jetzt genau. Du stehst jetzt genau. Genau da runter, darüber, da. Du bist ein Affe. Dab, dab. Kleine süße Bärchen. Bärchen. Kleine Blaubärchen. Das sind meine Blaubärchen. Ja. Ihr seid meine Blaubärchen. Ihr seid ein kleines bisschen bissig und so und ihr macht komische Dinge und so. Aber im Endeffekt, ihr seid schon prima Viecher irgendwie. Das war mir auf eine gewisse Art und Weise klar, dass es da sein müsste. So. Ja, ihr seid schon Dufte gewissermaßen. Oh, Blaubärchen und rote Bärchen. Ja, rote Bärchen. Rote Bärchen, die auch ganz böse Aua machen und so, wenn man sie lässt. Aber ich lasse sie an der Stelle natürlich nicht. Irgendwas. Ist mit den Bananen irgendwas? Sollen wir das was sagen? Kann ich hier? Ups. Habe da. Kann ich. Ach so, generell kann ich. Habe da? Ach so, ich kann die Dinger im Hintergrund kaputt machen. Sagen wir das auf einer. Ah, da kommen da auch manchmal Sachen raus. Aha. Das da oben ist ein Bonusfass, oder? Ich denke mal. Ja, sieht so aus. Okay. Bonusfass. Da. So, und dann springen wir hier so rüber. Dann machen wir so, machen wir so. Und eigentlich, na gut, dann hole ich mir die Plattform unten rechts und links, ja. Unten rechts dann einfach mal zum Schluss. Zum glorreichen Finale. Puzzleteil Numero, ich weiß nicht wie viel. Ist an der Stelle auch total egal, weil Hauptsache ich hab's. Ja. Das Spiel wird immer fluffiger. Keine Ahnung, wie gesagt. Ist dadurch, dass ich jetzt auch nicht so das Gefühl gewissermaßen habe. Scheiße. Huhu, okay, es geht. Ja, dadurch, dass ich jetzt nicht so das Gefühl habe, tatsächlich, dass ich an jeder verdammten Ecke verrecke. Ecke verrecke und so. Au, das hebt schon zum einen meine Laune und zum anderen macht das Spiel für mich auch schon mal ein ganz klein bisschen besser. Und ich glaube, das macht auch das Let's Play besser. Also, mal davon abgesehen, dass ihr es natürlich gerne seht, dass viele es gerne sehen, wenn ich ein ganz klein bisschen faile oder so. Aber so schrecklich spannend sind es vielleicht doch nicht, wenn ich eine halbe Stunde oder noch länger an so einem Level festhänge. Deswegen ist mein momentanes Spieltempo, ich glaube, das ist okay. Also ab und zu, klar, gehe ich dann vielleicht nochmal drauf, weil unvorhergesehene Ereignisse eintreten oder sowas, womit ich halt absolut mal nicht rechnen kann. Aber im Endeffekt, nö, das ist schon okay. So, weiterhin alles mögliche. Bitte was? Ja, was seid ihr denn für kleine Süße? Ihr seid gelbe Bärchen. Ja, gelbe Bärchen? Gelbe Bärchen. Wow, gelbe Bärchen, die böse Aua machen. Was seid ihr denn bitte schön? Aha, böse gelbe Bärchen. Nja. Aber, du. Ups, ist natürlich auch mal ein bisschen einfach, ne? Also zu sagen, okay, das Spiel ist jetzt, wow, die Wucht schlechthin, weil man gerade gut in dem Spiel ist. Aber ich glaube, das geht jedem so, oder? Wenn man so ein richtig frustiges Spiel spielt, dann kann das auf eine gewisse Art und Weise zwar auch Spaß machen, weil dann ist man vielleicht so ein Typ, der die Herausforderung gewissermaßen sucht. Aber nichtsdestotrotz, man ist doch dann selber immer noch am glücklichsten, wenn man die schwierigen Passagen dann irgendwie hinter sich gebracht hat. Und wenn man dann einfach das Spiel wieder eine Zeit lang so für sich genießen kann, weil es dann halt einfach läuft. Das ist schon, das macht schon bei einem, kann bei einem Spiel viel ausmachen. Und ich bin jetzt auch nicht mehr so tatsächlich der Typ, der ja unglaublich gut mit frustigen Stellen umgehen kann. Oh, ich glaube, dort hätte ich hingehen müssen. Moment, ah, da kann man hier überall gewissermaßen pusten. Oh, ich glaube, ich hole mir jetzt erstmal Diddy Kong, weil meine Lebensenergie macht mir Sorgen. Huhuhuhu. Wir müssen kurz warten. Nein, wir müssen nicht warten. Wir müssen vor allem nicht pusten. Boah, Donkey. Nein, ah, Mann. So, pusten, nicht pusten. Aber theoretisch kann man dort links noch hin, glaube ich. Ich muss nur die Plattform erstmal so hin. Nein, nicht pusten. So, alles klar. Mein Gott, du musst nicht mal alles anpusten, was du siehst, ganz ehrlich. So, alles klar, es funktioniert noch, super. Ups, das funktioniert dann an der Stelle auch noch. 6 von 7 Puzzleteile. Okay, Aber ja, ich glaube, da ist auch bei jedem irgendwie das Verlangen irgendwie anders.
seltsam. Achso, dich kann ich jetzt nicht runterholen. Dich kann ich auch nicht runterholen? Achso, deswegen kann ich euch nicht runterholen. Ah, interessant. Da ist bei jedem auch irgendwie die Grenze anders und jeder sieht das auch anders. Also ich kenne Leute wirklich, die können mit Herausforderungen an sich in Videospielen gar nichts anfangen. Die brauchen einfach ein einfaches Spiel, wo sie... brauchen ein einfaches Spiel, wo sie einfach ohne Probleme durchkommen. Und wo sie, keine Ahnung, dann auch eine schöne Story haben oder so und dann eben, ja, da einfach flockig durch das Spiel durchrushen können und dann ist gut, dann fühlen die sich auch bestens unterhalten. Aber ich kenne natürlich auch viele Leute, denen das eindeutig zu wenig ist und die brauchen einfach eine gewisse Herausforderung in so einem Spiel und die wollen dann auch so richtig belohnt werden, wenn sie dann so eine Herausforderung eben hinter sich gebracht haben. Aber wie gesagt, das ist eben von Spieler zu Spieler verschieden. Ups, ich bin so ein Mischtyp, sagen wir es mal so. Also diese ganzen Let's Play-Geschichten, die ich so mache, also viele Let's Play-Geschichten, die ich so mache, die sind ja zum Teil wirklich so auf Herausforderungen gebürstet gewissermaßen. Ich erinnere mich da nur an Mario Bros. The Lost Levels. Also unter normalen Bedingungen, ich hätte das Spiel nie im Leben durchgespielt, beziehungsweise hätte ich gar nicht den Ehrgeiz zu gehabt. Pusten! Ich hätte nie im Leben einen Ehrgeiz zu gehabt, aber durch mein Let's Play habe ich mir gedacht, jo, warum nicht? Und im Endeffekt, es war eine super coole Sache, eine super coole Erfahrung auch. Und ich bereue es hinterher nicht. Im Gegenteil, weil ich habe es ja geschafft. Ja, es war sehr schön. Ah, Mario Bros. The Lost Levels. Und das hier, Donkey Kong Country Returns, wird, glaube ich, auf eine gewisse Art und Weise mein nächster Meilenstein. Irgendwie, ich hab's gewissermaßen in meinem fischigen Blut, ja. Was sind ihr für Spielertypen? Könnt ihr mir auch mal schreiben. Also seid ihr ja tatsächlich mehr so der Hardcore-Zocker, der irgendwie die stetige Herausforderung in dem Sinne braucht? Oder seid ihr mehr auch so die gemütlichen Typen, die einfach nur in Ruhe ein Spiel genießen wollen und sobald es dann ein bisschen zu schwer wird oder so, dann sagt ihr euch, nee, muss nicht sein. Also könnt ihr auch mal schreiben in die Kommentare, wenn ihr da Lust habt.